Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus C-Game Studio. Mein Name ist Master Schroeder. Ich wollte es hier eigentlich alleine laufen lassen, aber ich bin jetzt gerade sozusagen... Ich möchte einfach darüber berichten. Also das Problem an der Sache ist anscheinend, dass nach einem Neustart von dem... oder Neuinstallation vom Treiber dieser wunderschönen Software bei AMD... Also ich bin wirklich nicht begeistert, wie es bei AMD läuft mit Treiber-Updates und ähnliches. Die Einstellungen, die man macht, um seine Grafikkarte vielleicht eventuell ein bisschen kühler zu halten, und man sagt, ich pfeife auf Lautstärke, ich habe eh Kopfhörer an, mein Gehäuse ist einigermaßen gut gedämmt, da geht was. Da darf ruhig, also ich weiß, dass da Stauhitze entsteht da hinten in der Ecke, wo das Ding steht. Es ist nicht optimal, ne? Also theoretisch, ich würde das Ding offen stehen lassen wollen, wenn nicht Lord Katzelot seine Nase dummerweise andauernd in diesen Rechner reinhält. Weil ist ja so schön warm da drin. Ja. Und da er jetzt ein bisschen exponierter steht, also wo er dann auch dran kommt, habe ich natürlich ein Problem. Haben 1%, auch gut. Dass er halt da reinkommt. Was ist denn los heute hier? Kannst du schon mal zweiten Mal rennt hier an der Tastatur vorbei? Mann, ey. Gut, also heute läuft alles ein bisschen anders. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht liegt es an der Wärme. Es ist gerade Freitag, es ist sauschmäßig warm. Ich schwitze auch oben beim Nichtstun, sonst schwitze ich immer mal erst beim Essen. Ich kotze auch im Strahl, was das hier angeht, dass das alles so ruckelt und so. Das ist doch alles, kann doch alles nicht Warzenschwein. Also ich weiß nicht, was das ist. Warum er ruckelt, wenn ich da aussteige oder. Ich kann es euch nicht sagen. Gut. Lassen wir erstmal so, versuchen wir erstmal das Beste rauszuholen. Die CPU macht nichts, die Grafikkarte ist bei 60% und trotz dessen hat die aus wärmetechnischen Gründen, das konnte ich nachgucken, aus wärmetechnischen Gründen in der letzten Folge am Ende einmal alles geblinkt, weil die Hotspot-Temperatur quasi die Bemessungsgrenze erreicht hat und deswegen hat die Grafikkarte einfach gesagt, ja, dann muss ich jetzt mal ganz kurz schon wieder nicht abladen. Rollt das von alleine vorwärts oder was? Zum Fick. Keine Ahnung, was da passiert. Ob der immer ein Stückchen vorrollert, wenn er abkippt oder so. Ich kann es euch nicht sagen, aber auch da passieren Dinge, die mir nicht gefallen. Gut. Ja, jetzt habe ich das Protokoll wieder auf laut gestellt von der Grafikkarte. Das heißt, die kann lüften diese Bilder hinten und kann auch richtig Gas geben. Ich hoffe, dass sie das auch tut. Wir werden sehen. So, wieso ist das jetzt hier nicht... So. Wir haben noch ein paar Kisten hier. Wir haben drinnen jetzt 42. Na gut, okay. Aber wir kommen der Sache näher. Dem Ende. Ja, wie war meine Woche? Das kann ich hier ganz kurz mal erzählen. Also meine Woche war sehr, sehr, sehr aufwühlend auf der Arbeit, muss ich sagen. Da war einiges los. Jetzt kommt mal der Druck hinten. Ist aber auch ein Zeug immer an hier dran, das ist auch fürchterlich. So, denn es gab auf der Arbeit sozusagen, also sag ich mal, einen kleinen Fehler, der mir irgendwie zu groß aufgebauscht wurde. Aber gut, okay, was aber sehr viel Arbeit erzeugt dann, ne? Wo man viel Verwaltung mit hat, viel anderen Kram mitmachen muss und dann ist es dann halt eben irgendwo an einem Punkt, wo es nicht mehr schön wird und sag ich mal, der Aufwand den Nutzen übersteigt. Aber gut, egal. Muss ich durch. Musste ich jetzt immer wieder einmal durch. War nicht so schön. Ansonsten ganz gut geschafft. Es ist sehr warm gewesen diese Woche. Ich hoffe, oder ich denke mal bei euch auch und ich hoffe, ihr seid gut durchgekommen. Durch die Hitze. Durch die warme Sommerwoche nochmal. Ich weiß gar nicht, ob das nächste Woche so weitergehen soll. Ich habe mal gar nicht geguckt, dann wird der Bericht. Jetzt am Wochenende ist es mir eigentlich relativ egal, weil ich werde einfach nur nicht rausgehen. Die einfachste Methode, sich vor Wetter zu schützen, ist einfach nicht ans Wetter zu gehen. Ne? Lass kein Wetter an deiner Haut, es macht dich nur alt. Das ist quasi Fakt, ne? Dass sich Wetter halt alt macht. Ne? Also die Ausstrahlung, wenn die Sonne dann zu dir ankommt und ähnliches. Das lässt sich einfach nur alter. Warum sind hier eigentlich noch andere Förderbänder? Man muss doch irgendwas noch einzustellen gehen. Das, ich weiß nicht, ob ihr das denn hört, wenn Mr. Katz am Mikrofon vorbeiläuft. Aber hat er eben wieder gemacht. Kann möglich sein, dass ihr das sogar hört. So. Deswegen habe ich kurz eine Gedächtnispause gemacht. Dass ich, wenn ich das, ich durch mein Sprechen das Mikrofon aufmache,
ist, wenn man das wirklich so nochmal hört, was Katzen da wieder treibt. Also, spinnen doch die Römer und die Katzen. Eigentlich spinnen alle. So. Alle spinnen, nur ich nicht. Ha! Das glaube ich auch kaum. So. Gucken wir mal. Ist nicht nach vorne gerollt. Ist nach vorne gerollt. Guck dich doch mal an. Ich stand vorhin mit dem deutlich über dieser Achse. Oder schiebt sich das nach hinten? Kann auch sein, dass sich das Ding nach hinten schiebt, ne? Das RH2460. Keine Ahnung, dass ich das, wenn ich hier die Kisten rausschmeiße, irgendwie mal ein bisschen anbotze oder so. Und das deswegen nach hinten fällt. Man weiß es nicht. Ja. Mein Auto ist übrigens lauter geworden. Ungewollt. Also manche wollen ja ganz gerne ein lautes Auto haben. Ich möchte gerne ein leises Auto haben. Deswegen möchte ich ja nicht ganz gerne auch ein... Oh, Entschuldigung. Elektroauto haben. Weil das einfach... Ja, ist einfach besser. Ein Elektroauto. Weil ist schön ruhig, ist leise. Also ich meine jetzt nicht vom dem Umweltaspekt. Lassen wir mal außen vor. Der ist auch gegeben, aber... Ich warte ja drauf, dass die Japaner mit ihrer Wasserstofftechnologie vielleicht ein bisschen weiterkommt, dass vielleicht eventuell so ein paar Sachen bei sich bringt oder mit sich bringt, die auch ganz gut sein können. Das weiß ich noch nicht. Da hoffe ich irgendwie drauf. Weil, ja. Könnte ich mir vorstellen, dass uns das ein bisschen weiterbringt. Ich müsste jetzt, oh ja, wenn die Dateien jetzt so groß wären. Das letzte Video hat 17,4 Gigabyte. Was habe ich denn da getrieben? Alten Falten. Da muss ich ja wirklich vorsichtig sein mit meiner Grafikkarte. Mit meiner Festplatte jetzt. Da muss ich mal Platz drauf machen dann wahrscheinlich. Nicht, dass die noch voll läuft hier. Wenn jetzt hier jedes Video so 20 GB kriegt. Aber früher waren 4 GB. Ich hoffe, die Qualität ist wirklich um so viel besser, dass es wieder auch lohnt. Also stelle ich das alles wieder zurück, wenn es standardmäßig so ist. Da habe ich ja auch keinen... Also, das war jetzt... sah schon, ja, okay, man kann es schöner machen, aber war jetzt auch nicht so super hässlich aus. Wenn sich Leute das Spiel im Livestream angucken, dann haben sie noch geringere Bitrate. Ja gut, ja, muss man sehen, ne? Es ist halt 8044p Grundunterschied. Wir sind da drinnen, 29.000 Liter, okay. Noch dreimal befüllen. Dann sind wir fertig. Ja, was wollte ich noch erzählen? Ein Thema hatte ich noch, da bin ich jetzt aber schon abgekommen. Mensch. Da wollte ich eigentlich noch was zu sagen. Ja, ist weg. Verdammt, naja. So ist das halt im Alter. Man wird im Alter immer ein bisschen dudlicher. Es gab übrigens noch Kommentare zu dem Balz-Thema. Genau, da wollte ich noch was sagen. Merkwürdigerweise habe ich das ja vor ein paar Videos angesprochen und ich hatte es in Folge, uiuiui, lass mich lügen, 29 oder so, hatte ich das Thema schon mal, also relativ am Anfang, und unter dieser Folge kam ein Kommentar zum Grubbern, zum Walzen mit mal, wo ich dann dachte so, okay, also da musste ich wirklich nicht, uiuiuiui. Das ist ja Wahnsinn hier. Sieht die Grafikkarte so weit runter geregelt? Oder wie? Ich glaub's ja wohl. Also zum Thema Walzen. Wann man walzen muss und wann nicht, wir nicht walzen müssen. Wir haben ja nur festgestellt, ne, nach der Saat steht auch in der Hilfe. Das wurde da auch nochmal drunter geschrieben jetzt unter dem Video. Und nach der Saat und so ist alles richtig. Aber unter einem Asparuhalten Video, wo ich schon mal das Thema Walzen hatte, kam auch nochmal ein Kommentar, ob ich denn mittlerweile Erkenntnisse hätte und ähnliches. Ich dann so dachte so, okay, merkwürdig. Aber Zufälle gibt es halt im Leben, ne? Das sind so Sachen, da fragst du dich, wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wo war das denn? Es war bei Sesamstraße, oder? Daddy, das, ja genau, Sesamstraße war das. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Gottchen, ist das lange her. Wann habe ich das letzte Mal Sesamstraße geguckt? Mit Tiffy und Lilu. Ah, oh, da waren schon mal zwei. Bamson. Bamson, Tiffy, Lilo.
Es war noch, wie hieß denn der Typ, der da mit rumgelaufen ist? Ach, wie hieß er denn? War noch Oscar aus der Tonne? Wie hieß denn der Mann, der dabei war? Bei Lilo. Von Bödefeld war es nicht. Das war der komische Vögel, ne? Ja, von Bödefeld. Guck mal, wie das Ding zittert. Die ganze Zeit zittert die Maschine. Unfassbar. Guck mal. Klippt, weil es da klippt miteinander? Weiß nicht. Kann es nicht zuordnen. Das sieht auf jeden Fall spitzenmäßig aus. Ich fand ja Hallo Spencer fand ich gruselig. Im Teil. Aber ich fand ja auch Zini von Spaß am Dienstag gruselig. Ein fliegender Punkt auf dem Bildschirm. Der ja nur, also auf neuen Bildschirmpunkten geht das ja gar nicht mehr. Es gab glaube ich mal ein Remake von Zini, wo die dann wesentlich glatter waren, sonst irgendwas, aber war ja halt eben aus wie so ein Lichtpunkt, der einfach an der Kamera durch die Gegend ging wurde und dann so ein Schweifen, das ich herzog. Zini von, ich glaube Spaß am Dienstag war das. Aber der Trecker läuft ja auch noch. Können wir mal ausmachen. So. Miek, miek. Erstmal Motor anmachen, damit wir abkippen können. So, wie bleiben jetzt da über? 1800. Das ist ja überschaubar. Auf 10 FPS brechen wir da ein. Unglaubliche 10 FPS. Was? Im Teufel lasse die Grafikkarte so aus bei diesem Spiel. Wahnsinn. Naja. Muss ich wirklich mal irgendwann dauerhaft gut untersuchen, was da wirklich schief geht. So, jetzt könnte ich ja nicht die restlichen Kartoffeln da reinschmeißen und dann sind wir ja bald durch in den Kisten. Wie haben wir denn jetzt drin da? 84 Kisten von 120. Ja, die werden eine Weile drinnen bleiben, ich denke mal, die Kartoffeln. Also ich weiß auch nicht, ob ich die eventuell verkaufe, wenn sie highpreisig sind. Schwierig, die Katze hier quer. Zack, bumm. Also aussteigen aus dem Fahrzeug. Da nach da gucken und hier aussteigen, ne? Das kostet FPS. Unfassbar, da muss irgendwas ganz Wildes passieren. Aussteigen aus dem Fahrzeug. Junge, 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 Tiffy. Also da ist noch irgendwas anderes ganz im Argen im System, glaube ich. Das muss ich mal irgendwann untersuchen oder so. Vielleicht doch mal alles neu installieren. Also alles neu installieren, von das Windows oder so. Wenn du ein geupdatetes Windows 10 auf Windows 11. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so schlecht sein kann. Ich bin nicht überzeugt. Also ja, im VR-Bereich macht die Grafikkarte echt einen richtig geilen Job, aber hier bei LS oder ist LS wirklich so schlecht strukturiert und programmiert, dass es dann immer wieder zu solchen Sachen kommt. Katze. Katze redet mit mir. Man weiß noch nicht, was sie redet, aber sie redet. Wir müssen drin. Dreieinhalbtausend. Vielleicht, ich hätte eine Möglichkeit, woran es liegt, warum man mir gerade auf den Keks geht, ne? Weil gewöhnlich ist es so, ich komme nach Hause, dann wird kurz gekuschelt und dann gibt's Leckerlis. Heute gab es keine Leckerlis. Ich wollte jetzt die Videos schon mal fertig machen, weil ich morgen früh wieder, mein ganzer Vormittag wieder total zerfahren ist und ich wieder 1000 Sachen zu erledigen habe und ich morgen früh nicht unbedingt zur LS-Aufnahme komme. Dazu ist jetzt ja wieder Race Week? Nee, ne? Race Week ist glaube ich nicht. Aber es ist American Football erste Woche. Da war ja jetzt am Donnerstag sozusagen das erste Spiel. So, wir haben 96 Kisten und es dürften halt 95.000 irgendwas Liter sein.
Ja, sehr schön. 95.844, ja. Und das erste Objekt, was rauskommt, ist auch nicht voll. Das könnten wir eigentlich nochmal auslagern, das erste Objekt, damit wir dann 95 so, und dann bringe ich die Kartoffeln schnell mal da hinten zum Stall hin. Dann ist das nämlich auch dann sozusagen eine glatte Zahl, die drinnen liegt. So. Gut, dann haben wir das. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz im Tiere-Tab. Oh, 1600 Liter sind noch drin. Ist das okay also noch? Wir müssen aber trotzdem das Futter machen. So, jetzt müssen wir nochmal. Ich werde gleich nochmal neu laden müssen. Aber ich kann diesen immer noch nicht abschließen. Und der andere Contract ist komplett weg. Ich meine, das gibt es da irgendeine extra Datei, wo die Contracts drin stehen oder so, dass man das nochmal sehen kann? Muss ja eigentlich. Vor allem, dass ich diese dusseligen Fahrzeuge habe. Warum wird mir das nicht angezeigt? Na gut. Muss ich alles nicht verstehen. So, dann werden wir mit dem erstmal jetzt aber wegfahren hier. Also ich könnte mir, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist ja wirklich, dass dadurch, dass ich, als der Auftrag fertig war, neu geladen habe und sich der Feldstatus geändert hat zu gekrobert, geflügt oder was, ich glaube geflügt ist der nächste Status dann nach der Ernte immer, dass sich dadurch irgendwas getan hat an dem ganzen System. Aber deswegen kannst du doch nicht den Auftrag verlieren und auch nicht die Möglichkeit, dass du den Auftrag abgeben kannst. Also, nee, kann mir nicht vorstellen. Sie bleibt doch einfach mal in deinem Köpfchen liegen. Nee, nicht. Oh. Trampeltiger. So. Dann war aber auch, dass ich da einsteigen konnte. Ich kann mir vorstellen, dass sogar drei Kisten gleichzeitig gefüllt werden. Ne? Also haken da richtig hier. Dann müsste das doch bewegen. Da jetzt hier wieder das Ende. Wo muss ich denn da an? Hey, was ist das denn? Was ist hier? Hä? Hey, seit wann ist denn hier eine Alpha-Wand? Seit wann komme ich nie nicht weiter? Was für ein Objekt ist hier? Okay. Gut, ja. Auch gut. Das kannte ich auch noch nicht. So, dann brauche ich jetzt den Mutterfischwagen. Wo soll der hinkommen? Da. So, dann wollen wir da mal Butter anrühren für die Rinder. So, und jetzt werde ich einfach mal ohne Kraftfutter eine Mischung machen, wie ich mir vorstelle, dass es klappen kann. So. Wir wollen auslagern. Ein davon und ein davon. Das AMD-Sync ausschalten für den Monitor. So. Und das müsste jetzt eigentlich die perfekte Mischung ergeben. Wenn ich das jetzt alles da reinschmeiße, müsste das gerade so gehen. Die Frage ist, wenn ich dann noch Kraftfutter reinmachen will, wie gut oder wie schlecht das miteinander funktioniert. So. Wir hätten jetzt aber den Ball nochmal das machen können. So, jetzt hier B, Anni macht. So. So, jetzt gucken wir mal rein, dann sehen wir. 20% Sinage ist, glaube ich, das genau das Minimum. Und wenn ich jetzt noch irgendwas anderes reinmache, dann wird es schwierig. Ne? Mit Stroh sind wir genau 28%. Da kann noch ein bisschen was passieren. Also dann müsste man so eine kleine Schaufel Sinage noch hinterher schmeißen. So einen kleinen Mühe. Wenn man da Kraftfutter reinmachen will. Ach,
Frage ist, brauche ich das Kraftfutter wirklich? Ich meine, jetzt habe ich es gekauft, klar, logisch, aber... wo ist denn der Buddy? Nehmen wir an, wenn ich nur ein bisschen von dem Kraftfutter jetzt hier rausnehme und da reinwerfe, dann haben wir schon ein Problem. Hier, wollte ich ihn runterfallen, so. Genau, da sind wir instant raus mit dem mit der Silage. Ich glaube, dass ich den Rest jetzt noch rein. Und instant raus mit der Silage. Brauchen wir noch einen Silageballen. Das ist natürlich ungünstig. Aber die Frage, ob das so sein muss oder nicht sein muss, ne? Das ist die. Ich habe den Silageballen hier noch her. Den muss ich jetzt noch wieder kurz darüber halten. Das ist ja nochmal so 20-30% davon da rein. Oh. Das ist die Katze, ne? Hier mal eine Aufnahme rüberlaufen. Was ist denn mit dir? Hm? Was zu tun? Mann, 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 ey. Kommen wir einer Palette Kraftfutter schon zu weit? Ich hab bloß Angst jetzt. Hm. Also da müssen wir wirklich aufpassen. Das sorgt für... nicht ganz so gute Stimmung, wie ich gemerkt. So, aber das hat schon geklappt hier. Machen wir aus. Gut, haben wir die Tiere aber gefüttert. Das ist schon mal viel wert. Stehe ich hier fest und hänge. Das ist ja nicht mal so schön. Na gut, okay. Hätten wir das auch geklärt. Gut, gut, gut. Wa. Schlachtfeld hinterlassen hier. Das hat ja auch nichts mehr mit anständiger Landwirtschaft zu tun hier. Hier liegt ein Ballen einfach so rum. Das müssen wir gleich mal alles noch zuordnen. 400 Liter haben wir rüber in der überladen. Da müssen wir beim nächsten halt ein bisschen weniger Silage machen. Also das ist ja das mit der... Also wenn wir es verkaufen würden, dann geht das so. Ne? Dann geht genau ein Silageballen, zwei Heuballen, ein Strohballen. Das Verhältnis. Pack rein, da sind 8 Ballen. Also wenn wir dann nochmal irgendwann da highpreisig irgendwie das Angebot haben, dann können wir das ja machen. Ich werde jetzt das Spiel nochmal beenden, werde dann neu laden, gucken, ob ich dann die Aufträge beenden kann. Mit ein bisschen Glück geht's. Wenn nicht, dann habe ich irgendwelche Arbeit gewonnen im... Katze... Mano! Ja, gibt euch Essen, ist gut. Mein Gott. Nervkater. So. Er singt das Lied seines Volkes. So. Wollen wir mal stehen geblieben? Ja, und dann werde ich das mal gucken, ob das geht und nicht geht. Das heißt, ich werde den Spielstand mal einmal kopieren müssen. Dann werde ich das in der Kopie erstmal ausprobieren und dann sehen wir uns wieder, wenn ich damit durch bin. Beziehungsweise gebe ich dann eine Erklärung ab, was ich da gemacht habe. Bis denn. Tschüss.